Hallo, herzlich willkommen. Ne, nochmal. Willkommen zurück. Wir spielen Hearthstone und ich stürze mich in die Arena. Wir stehen mit dem Priesterdeck mittlerweile 1-1. Und ja, ich würde sagen, wir haben immer noch gute Chancen. Für die Tatsache, dass wir den Kleriker haben und die Machtworte hier, sind ein guter Ansatz. Mal schauen, ob wir noch ein paar Siege reinkriegen. Wäre schön. Ich habe auch schon wieder genug Gold, theoretisch. Er spielt über die Quest, dass ich die nächste Arena reinfinanziert habe. Ich glaube, man braucht 8 Siege für genug Gold, dass man nochmal Arena spielen kann oder sowas. Und irgendwie sind 8 Siege besser als 9 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas war da. Kein Plan. So, schauen wir, ob es überhaupt so weit kommen. Müssen wir erstmal an diesem Gegner vorbei, würde ich sagen. Dann würden wir zwar einstehen, was gut wäre. So, ein Paladin. So, Uther. Das finde ich doch relativ, ich weiß nicht, ihn, nee. Die beiden zu haben ist schon mal ganz gut. Ich würde das mal so halten, weil ich eben einen Plan habe mit der Hand. Oh, jetzt natürlich können wir das relativ wenig in Zug 1 machen. Und relativ wenig in Zug 2, das ist schade. Ein Geheimnis kommt runter. Ich kenne die Geheimnisse der Paladin noch gar nicht. Kann so noch gar nicht abschätzen, was da ist. Heißt, ich werde einfach mal ins Blinde spielen müssen. Zug 2, Ironbeak Owl. Irrelevant, außer er spielt irgendwas, das ich jetzt direkt seinzen möchte, glaube ich nicht. Ich hoffe, er macht mir Schaden jetzt. Dann kann ich wenigstens was raushauen. Er spielt einen 1-1-Guy. Das darf er tun. Wir haben immer noch keinen Turn-2-Play. Ist aber okay, wir können Zug 3 jetzt einen relativ mächtigen Zwielichtdrachen legen mit. In dem Fall, wir ziehen noch eine Karte. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der ist gut, der zieht ihm Karten. Relativ knackige Karte, wenn man ihn nicht mit sowas wie Attentat entfernt, zieht er auf jeden Fall eine Karte, ersetzt sich selbst. So, Coin, Zwielichtdrache, kommt ins Spiel mit 4-7, finde ich ganz brauchbar. Können dem noch mehr hinten an den Arsch dran klemmen nächste Runde. Ja, das sieht doch relativ gut aus momentan. Zug 4 würde ich dann entweder würde ich nicht ihn spielen oder noch nicht eigentlich. Ich würde ganz gern ihn mit dir kombinieren. Nicht mit mir. Der hat Gottesschild jetzt, das ist ärgerlich, aber bringt ihm dann nichts. Weil ich glaube, er nimmt keinen Schaden dadurch, durch Gottesschild. Was es dann nicht ganz so tragisch macht. Ich kriege den hier aus dem Weg mit dem Zwielichtdrachen. Und das ist jetzt ganz gut, okay. Wobei ich natürlich jetzt lieber ihn auch irgendwie spielen würde. Na gut, erstmal machen wir den hier weg. Und da kommt ein Geheimnis. Okay, das ist okay. Nächste Runde können wir so richtig, richtig abräumen. Das ist schön. Jetzt würde ich sagen, spielen wir halt doch sie. Heilen sie. Wir ziehen dadurch eine Karte. Und das passt dann. Auch wenn ich die jetzt leider abgeben muss. Wenn er mit allem reinrennt oder was drauf spielt. Aber wir haben ja auch die Nova, können damit ordentlich aufräumen im nächsten Zug. Wenn er mir den also liegen lässt, wäre das der Hammer. Schauen wir mal. Geht auf mich. Geht auf mich. Geht auf mich. Okay, ich weiß, wie wir das am besten machen. Okay. Wenn ich ihn angreife, gehe ich auf 2 Lebenspunkte runter. Heil mich aber um 4, das ist okay. Wobei. Ja, ich mach das schon so. Ich greife ihn an, bekomme dadurch den Schaden. Kann ich. Ich lasse ihn dann noch reinlaufen. Mach das. Ziehe eine Karte. Das ist okay. Es kann sie nächste Runde ihn abräumen. Und den kriegen wir auch weg. Wir haben eine Karte gezogen. Haben eine wahnsinnig volle Hand. Haben gute Karten auf der Hand. Vor allem, wir können im nächsten Zug jetzt ihn spielen mit einem Gottesschild. Wir können heilen. Ich glaube, wir stehen ganz gut da. Vor allem, jede Runde, in der er uns die Kleriker nicht vom Feld nimmt, ist sehr gut für uns. Oh, das ist natürlich gut. Ich überlege nur, ob ich das mit
Bekomme ich das mit der Eule weg, ist die Frage. Kann die Eule das, was macht denn das genau? Upsala, Schweigen. Entfernt alle Kartentexte. Das ist gut. Das tun wir doch. Wir spielen die Eule. Bringen den jetzt zum Schweigen. So. Als nächstes, ich möchte sie gerne behalten. Bekommt sie mal mehr Leben? Ich lasse sie da reinrennen, damit ich sie heilen kann, damit ich eine Karte ziehen kann. So. Er hat immer noch keinen Vorteil aus dem Akolyten produziert. Wenn er jetzt ihn in ihn oder sie reinlaufen lässt, produziert diesen Vorteil. Er kriegt jetzt meine Klerikerin weg, wenn er möchte. Opfert dabei ab, dafür aber ihn, wenn ich das richtig sehe, dann. Ja, genau, okay. Die Akolyte vom Feldkriegen ist halt relativ wichtig. Man sieht, ich habe hier schon wahnsinnig gezogen. Okay, er spielt irgendwas auf mich direkt. Nee, es ist der Angriff mit dem Echt-Silber-Champion, oder? Okay, ja. Er nimmt den einen Schaden jetzt. Muss er tun, logischerweise. Ich meine, er muss jetzt die Akolytin wegmachen. Das ist Relevanz Nummer 1. Ich habe so viel Vorteil generiert durch diese Karte. Okay. Was tun wir? Wir können ihn spielen. Aber das Board ist ein bisschen arg voll. Ich würde erstmal gerne den Raid Leader vom Feld kriegen. Das kann ich mit dem hier tun. Dann haben wir noch zwei. Der hat drei Leben. Heißt, er müsste den mit allen angreifen oder mit seinem Schwert im vom Feld zu kriegen. Das ist okay. Ich muss erstmal das Board wieder ein bisschen unter Kontrolle kriegen, das Board leer machen, bevor ich Optionen zum Gewinn spielen kann. Optionen zum Gewinn sind in dem Fall der Berserker, sind die Sonnenläuferin. Oder wenn ich es richtig spiele, er. Ihn vorteilsweise natürlich dann, bevor ich zwei von denen spiele. Okay, immerhin kriegen wir jetzt ihn nächsten Zug weg. Außer er ergreift mit seinem Schwert es in mein Krokolisk an. Ja. Okay. Aber noch ist es nicht ganz so tragisch. Wir haben immer noch den absoluten Kartenvorteil. Der Berserker ist ein bisschen im Problem, ist gerade. Okay. Angenommen, wir spielen ihn. Und heilige Peinen ihn. Hat er 3-3. Kann schon mal nicht von dem hier allein abgetauscht werden, sondern muss auch den mit reinhängen. Dann spielen wir auch noch die. Und das wären dann genau, dann hätten wir noch eins übrig. Okay. Nein, Quatsch, wir haben sogar mehr übrig. Okay, wir spielen erstmal ihn. Gebt mir eine Quest. Heilige Pein ihn, damit wir ihn aus dem Weg haben und er keine Karten mehr ziehen kann. Er wird dicker. Wir spielen die Karte auf ihn, geben ihm mehr Leben, ziehen eine Karte. Er wird doppelt dicker. Die hätten wir jetzt ein bisschen früher gebraucht, haben noch drei. Ich tendiere dazu, mich einfach zu heilen. Mit dem hier stärken wir nur unnötig ihn. Machen wir so. Ich möchte jetzt dem Berserker so wenig Möglichkeiten zum Buffen geben wie möglich. Wenn mich jetzt angreift, geht der runter auf drei Lebenspunkte und kann abgeräumt werden. Das wäre kein Problem. Aber wenn eine andere Kreatur stirbt, zieht er eine Karte. Jetzt, da wäre natürlich jetzt hier die Heilige Pein noch doppelt brauchbar gewesen. Ihn können wir einfach ignorieren vorerst, außer es kommen noch mehr Buff-Effekte. Okay, ja, er greift ihn an, geht auf jede Menge Angriff hier, auf 5. Ist die Frage, ich überlege sogar, ob ich da vielleicht sie reinrennen lasse. Oh, scheiße, ein zweiter. Okay, wenn wir ihn heilen, hat er. Er hat jetzt zwei Schaden bekommen, die können wir heilen, dann überlebt er den Schlag auf ihn.
Quest angenommen. Und macht ihn weg. So. Dann können wir die Gottesschilderin spielen. Und wir könnten ihm nochmal 2 Leben dazugeben, wobei es natürlich wesentlich besser auf ihm ist. So, wenn er jetzt angreifen wollte, er müsste mit ihm angreifen. Das sind 3, das sind 4. Er kann den 1-1er reinjagen und dann muss er trotzdem mit den beiden sie angreifen, bevor sie stirbt. Das ist okay. Ich glaube, ich behalte ihn, wenn er es nichts mit Eide spielt. Er zieht zwar auch wieder ordentlich Karten. Oh, das erledigt das Problem auch. Windzorn, das ist natürlich jetzt hart. Er muss den 2-2er zuerst reinlaufen lassen. Ich meine, er zieht jetzt massig Karten. Nein, das geht nicht. Du musst erst die Torntante angreifen. Jetzt zieht er halt ordentlich Karten durch den, Kultmeister. Aber wenn er... Er hat jetzt die Option, er lässt den Kultmeister reinrennen. Genau. Oder kriegt er durch weniger Karten ab jetzt. Aber er muss auch den hier rein, wegkriegen. Er rennt jetzt mit dem 2-2er in den. Und gibt mir 3 Schaden. Das ist okay. Ja, der Sturmwind-Champion ist jetzt ein Problem. Leider macht die hier auch nicht den Berserker tot. Und die hat kein Taunt. Das heißt, ich muss auf jeden Fall den hier spielen, sonst bin ich ziemlich platt im nächsten Zug. Das sind 4. Ich habe dann noch 6 über. Knife Juggler. Wenn es auf Knife Juggler auf ihn schießt, ist es nicht gut. Der Spotter wird von ihm getötet. Er lebt danach noch. Also ich brauche erstmal ihn. So. Angenommen, ich pumpe ihn jetzt auf, dann hat er hinten 7. Heißt, er muss mit auf jeden Fall 2 reinrennen. Er tötet halt dummerweise weder. Er tötet halt keinen von denen. Das Problem, ich kann dann auf jeden Fall es abräumen nächste Runde. Gedankenspiel. Riskieren wir es mal. Ich meine. Mal schauen, was wir bekommen. Wir bekommen. Okay, wir bekommen einen 5-4 uralten Braumeister, was das nicht die schlechteste Sache ist, die wir bekommen können. Er muss auf jeden Fall mit 2 Dudes in ihn reinrennen oder 2-mal mit dem Windzorn, damit er ihn wegbekommt. Der Sturmwind-Champion nach wie vor ein Riesenproblem und mit den ganzen Buffs, die er hat, werden natürlich auch aus denen relativ starke Jungs. Genau, ja, mit dem Windzorn noch in ihn rein. Oder? Nein, mit dem Gobasch-Besocker logischerweise, um möglichst viel Schaden rausholen. Ich könnte ihn jetzt hiermit abräumen, aber wenn es wieder sowas ist, das eben irgendwie... Oh nein, er hat ja auch den Champion. Den Lord of the Arena. Ich meine, ich ärgerlich. Also gut, machen wir es anders. Wenn das jetzt funktioniert und der den da trifft, ich muss darauf jetzt hoffen einfach. Nein. Nein. Nicht die Ziele, die ich wollte. Können wir es noch überleben? Ich glaube nicht. Auch ohne ihn sind es immer noch 6, 9. Nein. Das ist vorbei. Verdammt. Da fehlt mir gegen Ende hin einfach doch noch der Removal. Ich dachte, es sah gut aus. Dachte echt, das können wir noch reißen. Aber dann mit den beiden Berserkern war es dann doch zu hart. Meh. Da hätte ich vielleicht früher doch das Lichtelementar ausspielen sollen mit und da eher drauf vertrauen sollen. Um früher Druck aufs Feld zu kriegen. Ich habe mir ein bisschen viel Zeit gelassen vielleicht und meinen Kartenvorteil nicht ganz genutzt. Aber, wie gesagt, ich muss erstmal hier gucken, wie die Wogen sind im Limited. Guru Bash Berserker, glaube ich, nach wie vor wahnsinnige Karte. Sowohl im Construct in meinen Augen als auch im Limited. Schurke. Das heißt, jede Menge Removal. Das heißt, hier muss ich Angst haben vor
Das keep ich. Hier muss ich jede Menge Angst haben, vielleicht vor Removal. Das heißt, meine dicken Kreaturen werden einfach geattentatet unter Umständen. Ich habe auf jeden Fall die Chance, jetzt Zug 1 Kleriker. Wenn er einen Dude spielt, kann ich in den Dude reinrennen. Oh, ich bin Zweiter, okay, so viel dazu. Wenn er dolcht, kann im zweiten Zug. Kann ich. Ich lege auf jeden Fall ihn. Um eben die Chance zu haben, ihn zu heilen in Zug 2. Und wenn ich auch nur eine Karte aus ihm rauskriege, logischerweise hat er sich schon fast gelohnt. Mit ab 2 Karten habe ich Plus gemacht. Das ist optimal. Ich kann ihn in Zug 2 heilen. Und eine Karte ziehen. Oh, er greift mich an. Das ist natürlich die clevere Wahl, logischerweise. Ich dachte schon, er greift ihn, was ein bisschen doof gewesen wäre. Gut. Ich überlege sogar, ob ich jetzt Coine und ihn ausspiele. Ich glaube, das tue ich auch. Einfach zum Karten ziehen. Das heißt, ich habe jetzt eine gute Draw Engine auf dem Brett. Ich kann mit ihm Karten ziehen, ich kann mit ihm Karten ziehen. Optimalerweise bekommt er Schaden, ich heile ihn und ziehe 2 Karten. Das wäre so das Beste. Und ich kann auch Karten von mir wieder retten, wenn ich sie nochmal brauche. Das lohnt sich bei ihm vor allem. Schauen wir mal, was er rausspielt. Was hält die Zukunft? Vinson. Alles klar, den kriege ich vom Feld. Das ist kein Problem, er greift nicht an. Also, ich mache das folgendermaßen. Ich füge ihm erstmal 2 Schaden zu. Greife ihn an. Darf eine Karte ziehen. Heile ihn. Darf eine Karte ziehen. Greife an. So. Ich kann eine Karte aus der Hand meines Gegners meiner hinzufügen. Je nachdem, wenn ich mein Mana offen habe, werde ich es auf jeden Fall wirken. Das ist klar. Da kommt Ausweiden. 2 Schaden. Er rennt mit dem Messer wahrscheinlich rein. Ja, muss er machen. Er muss mir jetzt die Optionen nehmen. Das ist ganz logisch. Aber hier nehme ich dankend die Option, die Möglichkeit, eine Karte zu ziehen. Ich tendiere jetzt zu heilen und Gedankensicht, ehrlich gesagt. Obwohl, der hier ist natürlich besser. Ich heile ihn und spiele die Karte, weil die tauscht auf jeden Fall den Typ hier brauchbar ab. So. Ich würde ganz gern, bevor ich die beiden spiele, ihn spielen können, damit ich hier möglichst viel Vorteil rausziehen kann. Ah, und da kommt ein Schaden mit der türkischen Klinge, wahrscheinlich als Vorbereitung für eine Combo, oder er möchte ihn einfach direkt angehen. Oh, noch einer. Nice, es wäre natürlich eine Holy Nova optimal. Ich bekomme noch eine Karte, wenn es eine Holy Nova ist, wäre es natürlich krass, aber ist es leider nicht. Man kann natürlich nicht alles haben, ne? Okay, wir haben so viele Karten auf der Hand. Ich persönlich würde sagen, wir nehmen erstmal ihm einen von denen weg. Genau. So. 4 und 1. Würde ich sagen, spielen wir ihn. Er kann sie nicht abräumen, er könnte Schaden machen. Das muss er auch dann. Ja gut, ich kopiere jetzt mal eine Karte von ihm. Ich bekomme dafür einen Dude, der beide abtauschen könnte. Deshalb habe ich das auch gemacht. Ich habe, Kampfschrei und Schweigen. Das Schweigen wahrscheinlich eher zu spielen, um sie abzustellen. Aber ist okay, dann lassen wir sie reinlaufen. Ich kann sie aber, wenn er sie zum Schweigen bringt, immer noch auf die Hand zurücknehmen, was dann meine Option wäre. Er bringt es zum Schweigen wahrscheinlich, oder? Jawohl. Perfekt, das machen wir. Aber ich tausche erst davor noch ihn ab, auf jeden Fall. Er macht meinen Kleinen weg. Wir räumen gleich mit dem hier dann einen von seinen ab. Räumen ihn ab, bringen sie auf die Hand zurück. Ich glaube, das ist ein guter Zug. Ja, er geht mit beiden auf mich. Das ist das Beste, was er machen kann mit denen. So, und jetzt können wir relativ gut tauschen. Ich nehme ihn. Ich nehme ihn. Ich spiele den Braumeister, bringe mir die Karte auf meine Hand zurück. Hab noch 4. Ich muss mal Handkarten ein bisschen ausspielen und weiß vor allem noch nicht, was ich jetzt machen möchte. Also spiele ich mal sie.
Und soll ich cantrippen? Ich habe ein bisschen arg viel Handkarten, muss Handkarten loswerden. So. Nächsten Zug haben wir 7 Mana. Heißt, die beiden sind eine Option. Je nachdem, wie das Brett, wie voll das Brett ist. Der räumt natürlich alles weg. Heißt, ich würde dazu tendieren, beide reinlaufen zu lassen. Und das Feld leer, komplett leer zu machen. Und dann eben die beiden aufs Feld legen, die Vorteil generieren, wenn ich einen Zauber spiele. Das wäre jetzt der Plan. Alternativ kann ich ihn auch zum Schweigen bringen. Aber ich glaube, wenn ich lasse ihn reinlaufen, er überlebt. Ich lasse ihn hoffen, er stirbt. Ich glaube, ich habe mehr davon, wenn ich ihn töte jetzt. Jedenfalls seh ich das falsch. Ich habe mehr davon, wenn ich ihn töte, als wenn ich ihn zum Schweigen bringe. Genau. Lehrling, rastlose Abenteurer. Kann im nächsten Zug, wenn ich möchte, 2 Zauber wirken. Gibt mir Tokens. Wenn er jetzt ein Taunter spielt, wäre es optimal, wenn wir ein Ziel für die Stille haben. Und dann noch ein bisschen mehr Vorteil rauskriegen. Die Stille einfach so zu spielen, wäre durch Unsinn. Ich kann am nächsten Zug auf jeden Fall Lichtbrut spielen mit Machtwort Schild. Dann würden wir 2 Karten ziehen. Ja, möchte es relativ früh mit dem, logischerweise den rastlosen Abenteuer aus mir kriegen. Oh, okay, das macht ihn noch weg. Normalerweise arbeite ich allein. Oh, okay. Gibt ihn mir zurück. Vom Feld kriegen tun wir den hier nicht. Aber ich tendiere dazu. Ich verliere ihn halt dann. Er tauscht ihn dann einfach ab. Wie spielen wir das am geschicktesten? Ich spiele das so, damit ich mich heilen kann. Denn er tauscht ihn ab. Auf jeden Fall. Ich werf ihn jetzt ab und ziehe eine Karte. Also ich cycle ihn in den Berserker. Das ist gut. Dann würde ich sagen, wir heilen uns nochmal und passen. Schauen wir erstmal, was er macht. Der Berserker ist auch nicht das Schlechteste, was wir jetzt haben. Wir haben sehr viel Schweigen auf der Hand, 3 Karten insgesamt, was ich sehr befürworte. Uns fehlt ein bisschen die Power. Oh, aber gut, das ist ja mit dem ganzen Spott, den wir haben, mit dem ganzen Schweigendienst, das wir haben, relativ lösbar zum Glück. So, wie spielen wir das jetzt? Wir bringen den zum Schweigen. Obwohl, die beiden sind eh unser primäres Ziel, würde ich sagen. Dann können wir nämlich den hier wegnehmen. Der hat dann noch 4. Okay, der ist weg. Der hat 4-4. Der hat 3-3. Wir können in den reinrennen und den abschießen. Das wären dann noch 4 restliche Mana. Mit den 4 restlichen Mana können wir uns dann heilen. Machen wir es auch so. Oder will ich, wenn ich vielleicht mal lieber den Dude hier spielen? Was bringt es für 4 Mana mehr? Der hat 5-5, was beide überlebt. Was ihn überlebt. Ja, machen wir es so, wir spielen ihn. Bringen. Nein. Doch, wir müssen ihn zum Schweigen bringen, oder? Ja, wir müssen ihn zum Schweigen bringen, einfach nur damit der Effekt weggeht. Es funktioniert so nicht. Okay. Das war jetzt dumm. Weil ich nicht wusste, wie die Karte funktioniert. Okay, das. Ganz ehrlich, das ist jetzt aber was. Ich muss mich jetzt ja echt entschuldigen, rechtfertigen, finde ich. Ich dachte, also. Ich als Mage-Spiel dachte, er gibt den beiden diese, er verursacht es, dass seine anliegenden Kreaturen diesen Effekt haben, aber nein, er druckt dann, wenn er ins Spiel kommt, druckt er das auf diese Karte auf, diesen Effekt. Heißt, ich hätte die beiden zum Schweigen bringen müssen. Das ist jetzt echt ärgerlich, weil das war jetzt für mich nicht logisch, dass der Effekt nicht verschwindet, wenn ich ihn zum Schweigen bringe. Oh Mann, das ärgert mich jetzt. Solche Sachen sind doch echt blöd, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Mann. Und es hat er erstmal fett die Hand aufgezogen. Ich lieg hier. Er tauscht mir. Naja, er muss immerhin momentan beides weg von sich wegmachen, um abzutauschen. Ach, der nächste Zauber wird kostet 3 weniger.
Das heißt, ach, da können wir was für 6 spielen. Ach so. Ja, ich habe auch Fehler gemacht gerade eben. Okay. Ah, damit er auf 4 runtergeht, damit er das überlebt. Okay. Vermutlich. Also schätze ich mal, das wär's der einzige Grund, den ich hier sehe. Dann ist das immer noch ein 1. Dann hat er noch 1 hinten. Er bufft den jetzt was? Das einfach auf die Hand zurückkehren. Wow, okay. Ärgerlich. Wir müssen den ja, okay, jetzt wird er richtig dick. Oh, er geht auf mich, okay. Ja, aber. Hm. Er ist nach wie vor nur ein 4-4er, wenn er gesilenced ist. So, was haben wir zur Option? Wir können ihn ausspielen, ihn silenzen. Das ist ein 4-4er. Tauschen den ab. Haben noch 6 Mana. Okay, ich weiß, wie wir das spielen. Wir spielen die Eule. Machen ihn weg. Sozusagen. Spielen sie. Greifen ihn an. Greifen ihn an. Heilen ihn. Haben noch 5. Für die 5 spielen wir den Berserker und passen. So. Wir können ihn jetzt jede Runde heilen und sie damit buffen, was gut ist. Wir können ihm auch das Schild geben und ihn dicke machen. Wir stehen relativ vom Leben her relativ schlecht da. Okay, sie kriegt. Da wird sie jetzt den Wächter der Argus, oder wie heißt der auf Deutsch dazwischen spielen wahrscheinlich? Verteidiger von Argus. 4-3 und 2-2. Okay, 2-2, perfekt. Tauschen wir hiermit ab. Den mit der 4 hinten kriegen wir auch weg. Noch ein Spotter, das ist okay. Wir haben nochmal ein Silence auf der Hand. Den kriegen wir auch, das ist kein Problem dann, okay. Jetzt muss ich sehr gut überleben, wie ich das spiele. Ich tendiere erstmal zu dem Play hier. So. Den kriegen wir auf 5, dann kriegen wir den weg. Es ärgert mich aber, dass der dann auf jeden Fall belebt. Wir können ja aber silencen zur Not. Okay, erstmal heilen wir ihn. Greifen in ihn an. So. Dann kriegt sie mal ein bisschen mehr Leben dazu. Wir schwingen auf ihn. Hat der immer noch, ist der immer noch dick, aber nicht so dick, dass er durch den hier durchkommt. Und dann würde ich sagen, passen wir lieber. Behalten wir das Schild mal lieber. Jetzt sieht es relativ gut für uns aus, finde ich persönlich. Wir haben sehr viel auf dem Board. Ein Dolchfächer wäre als Verheerer, wenn wir noch nicht verheeren, aber ärgerlich. Da können wir spotten zur Not. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich mit dem Argus, mit dem Wächter da reinlaufen und dann mit dem Messer. Ne, mit dem Messer in sie reinlaufen wäre auch dumm. Ich meine, würde er auch 5 Schaden nehmen. Ich glaube, wir könnten das gewinnen, wenn ich das jetzt clever spiele. Wir haben nach wie vor den Silence auf der Hand, um den zu umgehen. Haben auf dem Board 4, 9, 4, wir haben gewonnen, meine ich. Wir spielen ihn, bringen ihn zum Schweigen. Haben ihn sozusagen mit seiner Kreatur getötet. Jawohl, there we go, zack. Perfekt, wow, okay, cool. Hat sich die Sache gelohnt hier und wir steigen auf. Und bekommen Schattenwort Tod für den Priester, jawohl. Okay, dann würde ich sagen, wir stehen 2-2. Schauen wir, dass wir 3 Siege reinkriegen und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.